Ja, hallo, ich bin Sophia, ich bin Medizinstudentin in Würzburg und ich wollte euch von einer öffentlichen Aktion erzählen, die die Lokalgruppe veranstaltet hat. Uns gibt es seit letztem November und vor einem Monat haben wir bei einer Aktion von der Fridays for Future Lokalgruppe mitgemacht. Die hatten eine Kundgebung organisiert, die war ein bisschen außerhalb der Stadt. Wir haben Sicherheitsabstand eingehalten und Masken getragen. Und es wurden verschiedene Streikreden vorgetragen. Davon haben wir auch eine gehalten. Bei der haben wir dann unsere Ziele und Pläne formuliert und sind nochmal ein bisschen genauer auch auf die Auswirkungen der Klimakrise auf die Gesundheit eingegangen. Und es war insgesamt eigentlich eine sehr positive Erfahrung, weil es unser erster weißer Block war, den wir in Würzburg veranstaltet haben. Wir haben durch die Planetary Health Academy vor allem in den letzten 2 Monaten wirklich nochmal immens Zuwachs in der Lokalgruppe bekommen. Und haben uns dann das erste Mal tatsächlich auch in Persona bei diesem weißen Block getroffen. Davor hatten wir dann bei Reflexionstreffen über Zoom uns immer nur gesehen. Und so konnten wir uns dann das erste Mal überhaupt kennenlernen. Das war sehr positiv. Und auf dieser Kundgebung selber sind dann noch einzelne Medizinstudierende auf uns aufmerksam geworden und sind dazugestoßen. Wir konnten uns auch mit einer Ärztin vernetzen, die für Parents for Future dabei war. Und so hatten wir insgesamt nochmal eine Bestätigung in unserem Aktivismus. Und es war auch wirklich gut zu sehen, was überhaupt an Aktionen im öffentlichen Raum während des Lockdowns möglich war, sodass wir da dann auch nochmal bekräftigt waren.